Ja. Ein Beutel. Yeah, okay. Wir sind schon fast so reich, dass wir hier einfach rauslaufen und uns dann direkt erstmal was Tolles kaufen. Ich werf dich mal hier runter. Ist da irgendjemand? Anscheinend nicht. Sonst hätte er das wohl gemerkt. Können wir cool rumspringen. Boah, ich spring cool rum. Und Hofschlüssel erforderlich. Okay. Und hier unzerstörbare Tür kann derzeit nicht geöffnet werden. Sehr schade. Dafür haben wir hier aber unglaublich leere Flaschen, die wir auf Ratten werfen und sie damit töten. Okay. 5er-Münze. Immer gern gesehen. Ach, hier liegt der Kopf. Den nehmen wir natürlich wieder mit. Das Verhörzimmer mit einer schönen Büste von... Ist das der Oberaufseher oder ist das der Meisterspion? Ich kann das gar nicht erkennen. Ich glaube, das ist der Oberaufseher, oder? Und sehr bedrohliche Banner. Guck mal kurz in das Schlüsselloch, ob der immer noch drin ist. Scheint ziemlich leer zu sein. Gut, dann öffnen. Kopf, du musst mitkommen. Ohne den Kopf bin ich verloren. Okay, hier waren wir vorher drin gesessen. Jetzt legen wir erstmal den Kopf auf den Grill. Ist gut. Ja, das ist übrigens ein sehr schönes Porträt. Gar nicht übertrieben oder so. Nein, das ist sehr dezent im Hintergrund versteckt. Hier haben wir eine altertümliche Zahnarztausrüstung. Mein Gott, kannst du mal die Klappe halten? Macht mich echt aggressiv. So ein bisschen Wasser schlürfen. Okay, alles gut. Alles gut. Da ist die Zeitbombe. Jetzt würde ich aber mich noch kurz auf diesem Schreibtisch umschauen. Hier die Anweisungen des wachhabenden Offiziers. Anweisungen des wachhabenden Offiziers zu Corvos Verhör. Corvo Atano, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hergebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lordregent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lordregent wünscht, ist Ihr Kopf der nächste, der rollt. Ja, das ist mal richtige Anweisung, oder? Nicht mehr so ganz... Ah, hier, erfahre, wie du das Tagebuch verwendest. Drücke Select, um das Tagebuch zu öffnen. Dort kannst du deine Missionsziele einsehen und dich entscheiden, welche du verfolgen möchtest. Missionshinweise und Informationen über deine Ausrüstung lesen, sowie deine übernatürlichen Kräfte aufhalten, die wir im Moment überhaupt noch nicht haben. Dafür können wir diesen Audiographen abspielen. Das sind quasi die, ja, die iPods der Vergangenheit. Da kommt jetzt bestimmt ein richtig fetter Dubstep, wenn wir jetzt drauf drücken. Richtig so, ja, egal. Okay, wir benutzen es einfach mal. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Ja, das war wohl dann der Meisterspion, oder wie er sich jetzt nennt, der Lordregent. Er hat sich quasi selber befördert. Und wenn euch diese grüne Lampe hier auffällt, die stehen ja wirklich auf jedem Schreibtisch. Immer in so Filmen und Spielen stehen überall grüne Lampen auf Schreibtischen, weil erst so eine grüne Lampe macht einen seriösen Schreibtisch wirklich komplett. Das ist einfach so, tatsächlich echt kein Scheiß. Kleingeld. Das ist wirklich oberstes Gesetz. Egal, wenn du einen seriösen Schreibtisch haben willst, dann stell unbedingt eine grüne Lampe drauf. Aber nur so eine. Kleingeld. Okay. Hier hinten ein Buch, die Prüfung der Begabung, Auszug aus einem Buch über die esoterischen Praktiken des Ordens, zeigt dein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Ich lese dies ein bisschen langsamer. Aufseher werden mit der Untersuchung des Objekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder rituellen Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur Weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Ja, das war damals bei meinem Pfadfinderclub genauso. Zum Glück habe ich da überlebt. So, jetzt öffnen wir den Tresor und nehmen den Sprengsatz mit Uhr weg und müssen jetzt nur noch an der Eingangstür platzieren. Das sollte zu schaffen sein. Ich würde sagen, den Kopf lassen wir erstmal auf dem Grill liegen. Hat er sich bewegt? Lass ihn nicht vor der Mitte eher so. So, du bleibst da liegen. Als Zeichen, oder wollen wir dich hier so... Aber wir könnten den in den Tresor legen. Das hätte doch irgendwie Stil. Wir legen jetzt diesen Kopf... Ja, Ball auf dem Boden. In den Tresor. Was, das geht nicht? Du willst mich verarschen? Doch, es geht, okay. Geh zu.
Gut, okay. Zum Glück haben wir die Kombination für das Tresorschloss aus und nicht untersteht. Wie ist, wo ist der hergekommen? Was war das? Was war das? Verdammt. Und gleich ist er tot. Okay. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es da einfacher ist, sich durch das Spiel zu schleichen oder ob die einfach durch das Spiel zu metzeln. Wir sind jetzt im Gefängnishof. Und, ja, stoßen auf keinen Kampf. Aber hoffentlich auf ein bisschen Kleingeld. Denn wie schon der ein oder andere intelligente Kopf von euch bemerkt hat, stehe ich unglaublich auf Kleingeld. Kein Kleingeld, nur ein Glasabdruck. Mein Gott, kann da jemand keine Untersetzer verhalten? Die mordige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Hier ist wohl nichts. Wo ist mein Kleingeld? Ist hier vielleicht was? Nein! Hubala! Da oben ist ja freier Himmel, das gibt's ja nicht. Wir sind ja schon fast in der Freiheit. Da freue ich mich ja. Doch noch mehr würde ich mich über ein bisschen, ihr wisst es schon, Kleingeld freuen. Corvus Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Ich mochte die Kaiserin auch. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Da steht der Kerl. Kleingeld. Das ist so ein Hetzkopf. Es konnten durch den Einzelhaftzellenblock vorher geplant werden. Muhahaha. Gut, was liegen hier? Kugeln, Essen. Hexenfisch war das übrigens. Für den Desinteressierten. Ein Gesundheitselixier. Und hier, oh, alle in Aspik. Wie geil. Okay, was ist hier noch? Da ist ein Kerl. Fuck. Jetzt sind wir am Arsch. Ich hoffe, der kommt nicht her. Er kommt her. Hoffentlich geht die Tür rechts nicht auf. Wir sitzen voll in der Falle. Oder passiert überhaupt nichts? Was passiert überhaupt nichts? Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht. Wo ist der andere Kerle? Hoppa, der ist gut. Sein Blick. Gegenangriffe. Du hast deinen Gegner gerade durch einen perfekten Block aus dem Gleichgewicht gebracht. Du gehst jetzt ein T, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Hast du jetzt genug, du Kerl. Mit der platten Nase und der misslungenen Botox-Behandlung. So, liegt dir noch ein bisschen Kleingeld. Ja, wirklich, krass, cool. Freue ich mich. Und wieder eine grüne Lampe und halt, stopp! Ja. Was gibt es? Fuck it! Passt auf! Du wirst das war kein Problem für uns. Wir sind doch ein meisterlicher Kämpfer, das ist doch. Ja, ich würde auch gerne ein bisschen schleichen. Aber ich habe gar nicht die Gelegenheit. Hier ist unsere Zelle. Okay. Vorher geplant werden. Eine Woche im Vorfeld. Gut, mehr liegt hier aber auch gar nicht. Oh, doch! Beute nehmen. Beute nehmen. Aber sonst ist hier nichts. Wir hätten vielleicht die Tür nicht öffnen sollen, wenn wir so rumrennen wollen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen. Okay, hier haben wir einen Müllcontainer, der leer ist. Ist der wirklich leer? Ja, er ist wirklich leer. Okay. Gut, was haben wir hier noch so? Irgendwas Nützliches? Ja, wir können die Tür wieder zumachen. Und Walfleisch, Kugeln, Gesundheitselixier und Hexenfisch. Das füllt unsere Gesundheit auf. Das Witzige an diesem Durchgang ist, man kann zwar diese Tür öffnen, aber diese Tür kann man nicht von innen öffnen. Man muss sie jedes Mal aufsprengen. Liegt daran, dass der Innenarchitekt ein Affe war. Und zwar, Drunken McMonkey. Oh, die Explosion. Fuck. Das war scheiße knapp. Ich sollte nicht so viel reden. Und weglaufen, auch viel schneller. Da unten stehen nicht so ein paar Kerlen.
so ein paar Kerlen, ja, nicht Perlen, sondern Kerlen, die auf uns feuern. Das finde ich nicht gerade sympathisch. Liegt da jetzt irgendwas auf dem Boden? Ich weiß nicht, ich glaube, es sieht nicht so aus, als würde was hier liegen, oder? Unsere Luft geht auch irgendwann aus. Die Typen treffen auch überhaupt nicht. Ne, liegt hier nichts, okay. Okay, ja, da werde ich mich wohl verlieren, ja. Ich renne mich jetzt hier rein, direkt zu der Kanalisation. Kommen da jetzt echt Männer? Oh fuck, da kommen echt Männer. Fuck, ey, der hat uns erschossen. Ja, deine Mutter ist Fischfutter, okay. Leute, das war ein kleines Tutorial, wie man am besten nicht in diesem Spiel kämpfen sollte. Ich zeige euch jetzt, wie man es richtig macht. Oder so. Ganz einfach. Ist wirklich einfach. Total einfach. Speichere möglichst oft, ja, das ist ein Tipp, den man sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen. Vor allem, wenn man so spielt wie ich. Hoppala. Nur noch die Chance, unser Leben quasi zu retten. Gut, jetzt haben wir hier wieder die Drunken McMonkey Türöffnungsmethode offiziell vollführt. Und werden jetzt fliehen. Komisch, dass wir immer noch unsere Uniform anhaben, ja? Also unsere kaiserliche Schutzuniform, dass wir uns bis jetzt in den 6 Monaten noch nicht umgezogen haben, indem wir da im Gefängnis sitzen. Normalerweise sieht man noch immer im Gefängnis so, kommt jetzt wieder? Ich will, dass die kommen, die haben bestimmt Geld dabei. Kleingeld! Hallo! Jungs! Nehmt mich wahr, ich brauche Aufmerksamkeit! Okay. Ja, gut dann. Dann halten. Ja, jetzt endlich. Hoppala. Treffen sollten wir uns dann doch nicht mit Kugeln. Aber hier könnten wir gut mit ihnen kämpfen. Wenn sie denn mal kommen würden. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Springen die ins Wasser und... In der Kanalisation verlieren wir ihn. Okay, einer ist down. Und der andere ebenfalls. Und die haben Beute dabei. Yeah. Und der nicht nur einer. Okay. Das reicht uns aber schon. Jetzt können wir getrost in die Kanalisation gehen. Gut. Ja, in die Kanalisation gehen oder im Gefängnis bleiben. Ja, das Gefängnis gibt nicht mehr viel her. Da liegt kein Kleingeld mehr rum. Was sollen wir also da? Kletterer in höher gelegene Bereiche, um so Gegner zu umgehen. Das ist sehr intelligent. Halte benutzt. Benutzen gedrückt, um deine Waffe wegzustecken. Also halte X gedrückt quasi, um deine Waffe wegzustecken. Mit der Schnellauswahl kannst du Gegenstände in die Gesundheit mit Sokolovs Elixier wiederherstellen. Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Coldridge ermöglicht. Wenn du den Fluss Renhaven erreichen kannst, wollen sie dir bei der nächsten Aufgabe helfen.